So, das geht schon direkt los hier, oder was? Na gut. So, auf jeden Fall, wir starten jetzt unser Let's Play. Ich lasse hier mal das Video laufen. In dem Zuge auch herzlich willkommen an alle nachträglichen Zuschauer, die auf YouTube gegebenenfalls einschalten. Fresh an Start mit Wukong. Ein sehr geiles Spiel. Wir haben schon ein bisschen reingeguckt gehabt. Und jetzt halte ich die Klappe. My master, safe. The scriptures sound. All I ever wanted was a life in my mountain, free from you and your so-called merits. Those high above don't trust me. I understand that. And they send you and those knuckleheads to threaten me. To obey and serve once more. I understand that too. But what I don't understand is... You bastards killing my kind! Der Hund, ey. Stay back! Stupid dog! Mark this. He's not just any monkey. He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha once. None other than me. Can challenge him to a duel. Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the Celestial Court. They will stay and level your mountain. But if I lose, I shall certainly take revenge, and they will level your mountain nonetheless. How tragic would that be, huh? You are one of the court. We don't need to resort to violence. How about you bend the knees, admit the wrongs, and we can put this behind us? Years. Except for that pig. You're the one who talks the tallest tales. Good. I am entertained. Speaking of entertainment, wouldn't it be fun if I pluck your extra eye out for my snack and allow you to keep the other two? Because I'd hate to let you miss how I'll slaughter each mongrel of the court. Those below, those above, and that black mutt of yours.
Come at me. All of you. Einfach Bombeninszenierung schon mal. So, leichter Angriff war das. Fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality? For that word, all realms and beings have ruined themselves. Ja, was schon abgeht, ne? Direkt am Anfang. Foul Monkey! Taste my axe! Na klar. You call that a duel? The glare up here is dazzling. Fight me in the woods if you have the guts. Thank you.
And so ends the last tale of Sun Wukong. A hero who treasured his freedom above all else. Buddhahood he attained, yes, but cumbersome he found the celestial rules, for he yearned to come back and to revel in the simple joys with us. Little did he know, his choice to forgo the life above only fueled their mistrust. This stone has stood for countless days on the mountain. Since my youth, they said that his remains lie within it. Unbegotten, undying, such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures. Into six relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Those are the six senses of the great sage. Yet no one has ever seen them, not in centuries. I'm old now. Venture through all the lands, I cannot. Yet among you, there might be one who is destined. One that shall recover all his scattered relics. And upon the return of the relics to Mount Tuaguo, he may yet rise again. Das sind wir. Auf geht's. Kapitel 1. Schwarze Wolken, rotes Feuer. Than a home. We cheat death and ever grow. Huh? Here, you see what bliss my fate shows. Well, luck's around the corner. Seems like he just fell from a fruit tree here. Perfect timing. This peach knew I needed a snack. You sneaky rascal! Dad, fool me! I'll make sure you regret it! No matter how many times you come around, you're still as mischievous as ever, eh? Warte mal, wie war Ausrüstung? Das kriegen wir erst später, glaube ich. Ja, der Anfang ist ja mal wieder relativ easy. Huch, was jetzt kommt jetzt? Aufgeladener schwerer Angriff, jawohl. Hopp. Weg. Da war eben noch eine Kugel, oder? Bad luck.
So. Wir beinahe was liegen gelassen hier. Winziges Goldstück. Das ist auch gut. Ist hier noch irgendwas? Meh. What you waiting for? Pluck your hair and make an offer. Yay. Der Schrein fängt an zu blühen. Hey, hey, wait! Hi. The keeper of Black Wind Mountain have long been waiting for you. Sehr dünner einer hier. Sieht so aus, als wenn da überall so Wurzeln rauskommen, oder? I'd say. Up ahead is Guan Yin Temple. Once it was bustling with worshippers, before it was ruined by that fire. Ah. Then the temple was rebuilt. Oh, what good is it to rebuild a temple if the goodwill of men has been burnt to ashes? You've forgotten this place, but they haven't forgotten you. Oh, that's a tough one. Good luck to you. Okay. Oi. Wer ist zurück? Ich? Ja. Wald der Wölfe. Du solltest dein Schild nutzen, Kumpel. Dafür hast du es. So, Skillpunkt. Selbstbestimmung. Kampfkunst. So, in einer Minute Feierabend. Ich wechsle mal auf den anderen Laptop. Das macht man. Ich sehe schon, dass sie möchte, dass ich sehr viel Arbeit habe beim Durchschauen. So, da kann ich da nicht gleich irgendwie hin anders hinlaufen? Jo. Hi. Haut doch hier einfach ab, ne? Wohin des Weges? Das ist nur die erste Euphorie. Später ist mir das zu mühselig. Du bist mal wieder raus. Alles klar. Dann viel Spaß beim Weiterschauen. Oder was auch immer du jetzt machst. Oh. Right. Ach ja, die explodieren. Frech. Wer ist du? Abendholt hier.
Geistessenz. Das ist, Geisteressenzen sind ja die Währung hier im Spiel. Von daher immer gut, wenn wir das finden. Auch wenn das hier eine Sackgasse ist. Aber egal. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich weiß man nicht, wofür man die, wofür man das alles braucht, aber also um Sachen herzustellen, okay, irgendwelche Medikamente und so. Aber bisher habe ich, glaube ich, immer nur eine Sache hergestellt gehabt. Oh, wer bist du? Musik, ey. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Oh. Achso, das war, glaube ich, gewollt. Hm. Hängt er da hinten einfach auf. It's been a while. But the immobilized spell ja, schon ganz still hässlich, works ey. Like a charm. Since you hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Now, here we go. Give me your hand. Leben ist ein Zauber. Eine einfache Bewegung der Hand kann den Gegner an Ort und Stelle festnageln. There you go. Should you come across any miscreants, just point your finger at them and release this spell. You'll be able to hold them in place while giving yourself a breather. Sadly, mine is but a humble trick. Its power will wear off within a few short moments. Though it's good enough against boneheads like this one. Anyway, just consider it an ace up your sleeve. No! The young ones these days know no manners. Fear not. Teach them a lesson with your new spell. So, Selbstbestimmung und Geisterfunken. B-Talente. Okay, steigere die Stufe auf, um mehr Geisterfunken zu erhalten. Fähigkeiten. Blablabla. Wiederbeleben. Geisterfunken gehen bei Wiederbeleben nicht verloren.
So, was haben wir denn hier? Jede Talentstufe erhöht den Schaden an Gelähmten moderat, wenn du einen Gegner triffst, der durch einen leichten Angriff gelähmt wurde. Wird die Dauer der nächsten Lähmung leicht verlängert. Dieser kann bis 5-mal stapelbar. Mhm. Wir skillen diesmal die Lähmung etwas mehr mit. Achso, und was ich noch machen würde. Wollte hier noch was anpassen. Und zwar machen wir das rein. Ein anderes Profil. Denn jetzt kann ich mit den Maustasten an der Seite die Fähigkeiten triggern, was einiges einfacher macht. Also nicht stellenweise so einen Fingerspagat da machen. Oh, wir haben schon wieder einen Punkt gekriegt. Dann können wir das auch durchscannen hier. Sammeln. Gereifter Ginseng. Okay, hier ist alles relativ geradlinig. Ejo. Zack. Oh, hier haben wir einen Meditations... Und immer schön all das hier kaputt machen. Das heißt nämlich überall Geisteressenz drin. So, einmal meditieren, neuen Punkt abholen. Einmal bitte tief durchatmen. Das Zirpen wahrnehmen. Naja, das Wolfsgeheule vielleicht auch. Wir sind tief entspannt. Finden unsere innere Mitte. Na gut, jetzt haben wir auch die Schnauze voll. Wir können weiter. Reicht mit der Entspannung. So, nächster Punkt, den wir verteilen können. Wenn du einen Gegner triffst, der durch einen leichten Angriff gelähmt wurde. Ja, gut. Ich weiß nicht. Wir haben bisher noch nie ein... während einen leichten Angriff... Ja, wir müssen ja erstmal Punkte hier reinsetzen, ne? Warte mal, was ist das? Jede Talentstufe erhöht den Lebenswiederherstellung nach dem Verbrauch von Fokuspunkten leicht. Dann nehmen wir das doch mit. Wir wollen nämlich den Stab hoch. Komm, da mal. Ich glaube, dass ich den ein bisschen mehr machen möchte. Daher. Erstmal ein bisschen rein. So, der erste tatsächlich relevante, richtig relevante Schrein.
So, wir können rasten. Das machen wir erstmal. Mit Rasten füllen wir einfach unsere Flasche wieder auf. Sehr gut. Geisterfunken neu entzünden. Nein. Beziehungsweise wir können mal gucken. Alle Geister auf einmal zurücksetzen. Na komm, machen wir mal. So, dann können wir nämlich hier zwei reinsetzen. Und die beiden behalten wir auch. Sehr entspannt, dass der uns einfach kostenlos die Sachen wieder zurückgeben lässt. So, das war unser Pre-Order. Geschenk. Hey, wait! You don't think you can just parade in, do you? It's not that simple. Let me transform you into a golden cicada, so you may follow the fires ahead and scout this mountain unnoticed. Fly! Schön, dass du dich kaputt lässt, Kumpel. It might be humble, but my shrine is very versatile. You'll get it. Ich hab keinen Salat. Was heißt hier unseren Salat? Ich hab keinen Salat. Die Chance ist auch so gleich null. Komm ich auch wieder raus? In the depths of Black Wind Mountain, there are secrets galore. Keep the cicada form, they help you experience. Dann macht ihr einen Salat. Ganz einfach. This form does not last forever. Should you find yourself lost, just follow my voice. Now, off you go. Rusted monk is roaming again. Rest won't come easy tonight. Da ist der Big Head. Muss ich ja. Ja. Ist auch richtig so. So, ich folge den Feuern. Noch mehr Feuer. Ich folge diesmal einfach deren, seinen Anweisungen. Wer wagt es, die Meditation zu stören? Ach, das ist... Oh, nö. Another monkey, I see. Why don't you lay down your weapon and join me in Buddha's mercy? What say you? Es mag sein, dann musst du das anders sehen. Stell dir einfach vor, du machst jetzt Essen für jemanden und wenn du es gegessen hast, stellst du dir vor, jemand hat für dich Essen gemacht. Hast du eine Win-Win-Situation. Krieg dich ab. Ui. Springen. Perfekt. Ja.
Ah, wie oft willst du mich denn noch anzünden hier, Kumpel, hä? Knapp hier, ey. Master spoke of you. The blessed one. Junge, 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 ey. Einen neuen Zauber. Ach ja, jetzt kann ich mich, was ist das jetzt? Waffen und Wertgegenstände, die Jaguai etwas bedeuten, tragen oft bleibende Besessenheit ihrer verstorbenen Besitzer in sich. Sie zu sammeln, gewährt Fähigkeiten, in Kampf kurzzeitig ihre Form anzunehmen. Jede Verwandlung verfügt über ihn. Es lohnt sich durchaus, mit ihnen zu experimentieren. Alles klar. Zack. So, Problem, wir haben kein Leben mehr. Ganz toll. Ist ja nirgendwo ein Schrein. Ist ja eigentlich noch irgendwas gewesen. Vielleicht sollten wir das erstmal gucken. Ist doch garantiert noch was gewesen, oder? Ja, guck hier, da leuchtet doch schon direkt was. Ah, ein Glocke. Erstmal Lärm hier. Erster Gong. Now everyone knows you're here. Yes. So grand echoes in the forest. Yaoguais will surely be along. Sollen meinetwegen wissen, dass ich hier bin. Wir reißen mir zwar einen Arsch auf, aber egal. So, ich brauche irgendwie einen Schrein. Ich habe nichts mehr. Ich habe weder Leben, noch könnte ich mein Leben wieder auffüllen. Das ist nicht so toll. Hey, Drecksbogenschütze da. Deswegen gehen wir jetzt mal zurück. Irgendwo hier hinten war ja der Schrein. Ich muss ja nicht schon so früh anfangen, Tode zu farmen, oder? Komm von ganz allein. Wahrscheinlich beim nächsten Mob schon. Also beim nächsten größeren Mob, der Boss. Sagen, wo kann ich denn jetzt schon hinreisen? Wo ist denn das? Wir gehen mal gucken. Wo kann ich reisen? Vorderer Hügel. Wo ist das? Ach, das war der ganz vorne, ne? Wo wir... Ja. Alles klar. Ich weiß, wo das ist. Das ist ganz weit
zurück. Hier wollen wir nicht hin. Hier gibt's nichts. Erstmal die letzte Himbeere hier gegessen. Ist immer so ätzend, wenn du Himbeeren dir kaufst. Dann hast du immer so 2 Tage Zeit. Danach sind die dann schon, dass sie anfangen, matschig zu werden. Neue Kämpfe muss ich 15 insgesamt, glaube ich, ausgeben. Den nehmen wir erstmal. So, jetzt haben wir einen zweiten Punkt hier. In schweren Kampf wählen einen leichten verbraucht Fokus und löst fegender Sturm aus. Fegender Sturm gewährt eine beträchtliche Menge Schadensreduzierung. Nach einem erfolgreichen Treffer mit fegender Sturm löst ein weiterer schwerer Angriff einen Fokuspunkt verbraucht wirbelnder Sturm aus. Okay. Pong. So, was ist das? Jede Talentstufe verringert die Ausdauerkosten für aufgeladene Schwerter. Mhm. Jede Talentstufe erhöht den Schaden durch alle vielfältigen Kombos leicht. So, wir haben jetzt erstmal eine neue Stabform gelernt. Die aktivieren wir mit X. Zack. Mit Z war die andere, ne? Jo. Und wir haben eine 2. Aufladung. So. Ist hier noch irgendwas Tolles? Ne. Wer ist er hier? Hau. Komm! Erstmal mit dem Stab auf den Kopf. Oh, er kann das brechen. Ich weiß immer noch nicht, gegen welchen Gegner das nach oben irgendwie sinnvoll ist. Es soll ja auch irgendwie vor manchen Angriffen schützen, aber vor welchen? Keine Ahnung. Wo sind wir denn hier? Hi. Das neue. Pflanzenzeus. Ach, guck an. Bam! Na. Siehst du, ich wollte immer noch ein Fläschchen ändern. Nee. Machen wir jetzt erstmal, wo ich das wieder vergesse. So. Das ist ein Wasserfall, wo nichts hinter ist. Zumindest komme ich da jetzt nicht hinter. Auch wenn das so ein bisschen aussieht, als wenn man dahinter gehen könnte.
Wow, 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 wow. Hoppe, reiß dich da oben mal zusammen. Kann ja wohl nicht angehen hier. Karate kickt hier. So, wer bist du? Ach, das ist hier Miss Dickschädel. Darauf. Der macht richtig böse Aua, ey. Wie schnell der mich aus der Form rausgehauen hat. Ja, gut, ne? Damit hätten wir dann unseren ersten. Ersten Tod gesammelt. Perfekt. Wieder hin. Wir hauen ihn jetzt. Ist der andere Knallkopf? Hm. Ach, der ist da oben. Einfach mit einem Karate-Sprung ins Gesicht. Mit seinem Kamehameha, da ist aber auch immer wieder ein Spaß. Wait,
Andere Knaller denn jetzt hier? So, für den Saal ist schon mal alles abgewaschen und nun schneide ich nebenher und habe 2 Tode verpasst. Ja, bei dem Boss hier. Der hat uns 2-mal wieder mit seinem Kamehameha da weggefetzt. Blödes Ding, ey. So, haben wir den hier? Achso, können wir noch nicht, weil wir das noch nicht gelernt haben. Okay. Das war knapp. Würde ich jetzt mal so behaupten. So. Ich glaube, dann haben wir hier alles. Achso, von hier sind wir gekommen. Check. Das können wir noch nicht einsammeln, weil das lernen wir wohl erst noch. Wo geht's hier hin? Ihr seid ihr. Ja.
gleich meinen Stab einmal auf den Kopf, ey. Gleich erstmal, zack, zeigen, wer hier das vermeintliche Sagen hat. Achso, hier kann man nur einmal im Kreis laufen. Cool. Das ist nur so ein... Naja. Wir haben hier mal noch einen Gang eingebaut. Weg halt. So, dann geht's hier weiter. Ab durch die Höhle. Auf den Steg. Der bricht direkt so zusammen, wenn man da lang... Na, hallo? Sehr vertrauenswürdig. Einmal alles kaputt machen, bitte. So, wer bist du? Da ist ja mit allem drum und dran. Ja, schieß mal deine Kumpels ab. Zwei auf einen Streich. Was ist denn hier noch? Gibt's hier noch irgendwas? Nö, ne? Sieht nicht so aus. Okay. Hier geht die Tür von alleine auf. Hallo? Keep quiet. You don't want to set off that beast. In the backyard is Blackwind Gwai's ally. Calls itself Link Schutzer. Link Schutzer. Strength, I suggest you get away while you can, little monkey. Okay. Rüstung herstellen. Wir können eine neue Rüstung herstellen. Erhöht den Sprinttempo moderat, erhöht die Angriffe beim Springen pro Sekunde. Beim Sprinten pro Sekunde moderat. Dieser Effekt ist bis zu 10-mal stapelbar und endet beim Stehenbleiben. Mhm. Zack. Jo. Jo. Wir haben keinen Garn mehr. Und noch 5 Garn. Toll. Laden. Kann man was kaufen? Kann man Garn kaufen? Ich will nur 4 Garn kaufen. Das heißt, für einen Kopf. Also den Kopf könnten wir theoretisch noch machen. Vielleicht finden wir ja auch noch was. Ach, guck an. 3-mal Garn gefunden. Once you pass that gate, there's no turning back. Ja, deswegen gehe ich ja noch nicht da rein. Nehme ich ja erstmal hier an und gucken. Wir machen nur schon mal Lärm, dass wir uns ankündigen. Was auch immer dahinter ist. So, okay. Jetzt müssten wir den Rest aber machen können. Zumindest, wenn wir... Genau, 2 Garn noch kaufen. Zack.
Rüstung herstellen. Nummer 1 bestätigen. Und die Hände Nummer 2. Und wir haben sogar noch Geld über. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Zustand von Brand. Okay, Giftresistenz. Schadensreduzierung. Nehmen wir zumindest mit. So, mussten wir noch rasten? Ja. Ich habe weder Mana noch volle Heilungskapazität. Dann müssen wir rasten. Also das braucht er ja auch gleich auf, ne? Oh, und wir können auch ein paar Punkte übergeben hier. Weil mir der da sogar noch lieber ist, ne? Der und... Also ich mag irgendwie die beiden Kampfstile hier. Den finde ich irgendwie so ein bisschen... Also er sieht cool aus, aber ich weiß nicht. Was ist das hier? Achso. Wirbelner Schurf fügt zusätzlichen Schaden basierend auf der Verbrauch. Ich glaube, wir sollten vielleicht einfach den hier nehmen. Irgendwie. Scheint das sinniger zu sein. Was? Beim Durchschauen des Gegners löst ein leichter Angriff kommt ab der dritten Aktion aus. Jetzt muss Schaden nach oben gehen. Oh, wer bist du denn? Das sieht auch aus wie dieser Wolf aus der Hölle, ey. Wow, hallo? Bleib mal locker, was ist denn? Den habe ich natürlich cool eingefroren da oben, ne? Kannst du wenigstens eine Animation machen, Kumpel? Ja.
Der möchte doch nur spielen. Meisterkerl. The great pill, the black wing guy, gifted the wolf. Finding it would be a deserving reward for that fight. Der möchte doch nur spielen, ja. Das ist ein junger Wolf, ne? Der probiert sich noch aus, oder wie war das? Na klar. So sieht's aus. Hier ist ein Tor. So, wer möchte hier noch was von mir? So, hey, hallo. Jetzt habe ich die Puppe verschwunden. So, dann geht's hier weiter, glaube ich. Gibt's noch irgendwas in den... Kann mein Stab mal ein bisschen mehr leuchten? Was ist das? Himmlische Pastille. Eine wundersame Pastille, die der Gottheit der Langlebigkeit im südlichsten Teil des Landes erdacht hat und die das maximale Leben stark erhöht. Perfekt. Naja, stark würde ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber... Es hat das Leben erhöht. Salat fertig. Was für ein Salat gibt es denn? Gut, hier ist nix. Komischer Tempel. Dann war hier erstmal Stunk. So. Peak. Einmal rasten, bitte. Danke. Salatherzen, Tomaten, Gurke, Paprika, Zwiebeln und Hirtenkäse. Was sind denn Salatherzen? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kann das völlig normales sein? Das hat nichts zu bedeuten. Habe ich aber so, glaube ich, noch nie gehört. Hier? Das ist eine Höhle. Wer bist denn du? Ist das ein Muckipferd? You don't look like a Yagwai from these parts. Have you come to earn the Black Wind King's favor? Hear me. That bear. Is but a hollow shell. He can grant you nothing. Don't waste your time on him. Mm-hmm. He lies about cheating death and even the treasures. His followers are, all of them, deceived. Blackwing Gwai is a sly one. He preaches virtue with a heart full of greed. I wouldn't entrust him with my plea.
Na gut. Oh. Kann ich meditieren? Hast du mir ein Bild geschickt? Ja, habe ich gesehen. Das nennt sich Salat. Also ich kenne das, aber das hätte ich nicht. Als Salat jetzt kenne ich das nicht. Oh. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht, worunter ich das kenne. Daher, ja, ne? Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Appetit. Lass es dir schmecken. So, willst du jetzt noch was anderes? I don't know why you are here, but you should be vigilant. Now I'm pressed for time. Fare thee well, then. Das hat er eben schon gesagt. Dann kommen wir auch weiter. Oh, das ist nicht ganz so. Ja, der Lotus. Dein schlimmster Alter, Kumpel. Hier, nimm das. Master, must know of this. Nö, er muss davon nicht unbedingt erfahren. Ja, dazugelernt, Kumpel. Ich weiß, dass du explodierst. Oh, schade. Ich dachte, wir hätten jetzt hier die Säulen kaputt machen können. Aber dann wäre die Brücke, glaube ich, eingestürzt und wir wären nicht mehr rübergekommen. Das wäre auch nicht so cool. Das wäre auch irgendwie ein bisschen doof. Hm. Ich denn jetzt hier? Das war die Sackgasse. Hier muss ich lang. Oh. Hier habe ich noch ein paar Pilze vergessen. Ja, hier geht die Treppe. Eiskalt dran vorbeigelaufen. Ist noch so eine Ecke. Ja. Auch die nehmen wir gerne mit. So, das ist die Brücke, die wir hätten einstürzen lassen wollen. Das leuchtet golden. Das will ich haben. Oh, Tränke. Jede Menge Tränke. Sehr gut. Ne, da unten waren wir. Dann können wir ja weiterlaufen. Oh no. Wer bist du denn schon wieder hier? Wagenabflug. Keiner mag dich. Oh, hey, ja. Keiner mag dich.
Geh weg. Echt. So. Rust.